Die Göttersimulation von Peter Molyneux ist zurück und Gott sei Dank gibt es diesmal auch Teddybären, mit denen unsere Kreaturen spielen können. Herzlich willkommen zu unserem Black and White 2 Testvideo. Auch wenn das jetzt eben gerade hier vielleicht ein kleiner Schock gewesen ist, wie sich unsere Kreatur da verhalten hat, keine Angst, wir haben sie nicht zu einem absoluten Weichei erzogen. Da kann ich sie beruhigen, auch wenn wir den Wolf gleich in einer etwas netteren Variante sehen werden, mit weißem Fell. Schauen wir uns zunächst einmal an, da der Kollege Bergmann ja letzten Monat schon sehr intensiv sich um den Städtebau und um die Bevölkerung in seinem Video gekümmert hat, was die Kreatur so alles drauf hat. Hier zum Beispiel lassen wir unseren kleinen Liebling gerade mit einem Baum als Hantel seine Muskeln trainieren. Dafür nehmen wir ihn einfach nur an die Leine, geben ihm den Baum in die Hand und klicken dann nochmal auf ihn drauf, wenn der Cursor in Trainiere umspringt. Und schon denkt er sich, diesen Baum werde ich als Hantel benutzen und fängt an zu trainieren, was er jetzt auch gerade hier getan hat. Noch eine weitere Fähigkeit der Kreatur, die wir dazu kaufen können für Tribut, den wir sammeln durch Erfüllen von Aufgaben in der Spielwelt. Er wässert hier zum Beispiel gerade die Felder. Das sind alles Sprüche, die konnten wir ihm im ersten Teil ja selber beibringen, hat er uns nachgeahmt, wenn wir gezaubert haben. Im zweiten Teil gibt es eine Leiste mit Eigenschaften, die wir für die Kreatur oder auch für uns selber hinzukaufen können. Und wenn wir das tun, dann beherrscht die Kreatur ab sofort diesen Spruch. Natürlich können wir auch selber Wasserzauber machen, das tun wir jetzt hier gerade, um so das Korn wachsen zu lassen. So, kommen wir jetzt hier zur Bestrafung. Natürlich immer ein gern genommenes Feature des Spiels, auch schon im ersten Teil ja sehr beliebt gewesen. Der Vorteil ist jetzt in Teil 2, dass wir nicht nur unmittelbar auf eine Aktion reagieren können, die die Kreatur gerade ausgeführt hat, sondern wir können in eine Liste gehen, die sehen wir jetzt gerade hier am unteren Bildrand. Und in der Liste sind alle Punkte drin versammelt, die die Kreatur bis jetzt gelernt hat. Zum Beispiel, wohin darf ich meine Häufchen machen oder soll ich Dorfbewohner fressen oder lieber mit ihnen spielen und so weiter. Wenn wir ihm jetzt irgendwas beibringen wollen oder seine Einstellungen, sein Verhalten ändern wollen, dann gehen wir einfach in das entsprechende Untermenü, klicken auf den Punkt, den wir ändern wollen und dann hauen wir ihn entweder, um ihm das auszutreiben oder wir streicheln ihn, um ihn zu ermutigen, dass er die Aktion in Zukunft öfter durchführen wird. Ja, wofür ist das alles gut? Natürlich kann unser Kleiner auch wieder kämpfen gegen die Kreaturen von anderen Spielern, also Computerspielern in dem Fall. Hier sehen wir gerade den Tiger, der japanischen Gegner. Und dem werden wir jetzt mal ein bisschen was hier auf die Omme kloppen mit unserem Wölfchen. Ich gehe erstmal ein bisschen weg vom Geschehen, weil hier vorne ist mein Einflussbereich, da wo das wo diese grüne wabernde Grenze ist, da endet mein Einflussbereich. Und von hier aus kann ich auch Zauber sprechen, mit denen ich dann meinem Wolf helfen kann im Kampf. Ich schmeiße jetzt da mal ein paar Feuerbälle rüber und der ist nicht so wirklich, doch, der hat auch getroffen. Wie man hier sieht, ich gehe gerade hier über die Befehlsleiste für die Zaubersprüche und mache nicht die Handgesten. Das liegt einfach daran, dass Black and White 2 ein bisschen Probleme hatte, die Handgesten zu erkennen, sobald ich angefangen habe, Videos aufzunehmen. Das hat aber mit dem Spiel selber nichts zu tun. Im Spiel selbst ohne Videoaufnahme funktionieren die Handgesten wunderbar, genau wie im Vorgänger und gehen sehr, sehr leicht auch von der Hand. So, jetzt kämpft er noch gegen den Tiger ein bisschen. Das gucken wir uns erstmal an. Da ist er auch schon platt. Oder? Nein, da steht er nochmal auf. Ich glaube, da muss unser Wolf noch ein bisschen nachsetzen. Nein, ein dunkler Tag für unser Volk. Verlassen wir ganz kurz mal die Kreatur und kommen wir zum Black and White Videostandard, nämlich der spektakulären Kamerafahrt inklusive Zoom ganz raus aus der Spielwelt. Und jetzt zoomen wir wieder hinein und sehen dieses wunderschöne Wasser, wo man wirklich nichts anderes tun möchte, als hineinzuspringen und sich wohlzufühlen. Ich greife mal mit meiner Gotteshand hier mich an der Landschaft entlang und scrolle rüber zum Dorf des Gegners. Das sind die Japaner, wie man hier unschwer an den Häusern und auch an den Menschen, die da sich drin tummeln, erkennen kann.
Und was man auch erkennen kann, achten Sie mal auf diese Lavaadern, die sich im Boden überall abzeichnen. Das bedeutet, dass das hier ein böser Gott ist, der über dieses Volk herrscht. Da ich hauptsächlich gut gewesen bin, obwohl ich gar nicht weiß, warum, ich habe wahrscheinlich unwissentlich immer nur gute Dinge getan, ich Guter, sieht das bei mir im Dorf ein bisschen anders aus, das wird man auch gleich sehen in der nächsten Sequenz. Da stehen nämlich überall schöne bunte Blümchen rum. Zurück zum Städtebau für eine Weile. Wir haben da vorne gerade gesehen, da haben wir einen Grundriss für ein Gebäude platziert, das wir bauen wollen. Das bauen wir natürlich nicht selbst, das machen unsere Jünger für uns. Hierfür bekehren wir jetzt einen Baumeister. Zack, dafür schnappen wir uns die Menschen, setzen sie da ab, wo wir sie hinhaben möchten. Und dann sind sie bekehrt und folgen dieser neuen Aufgabe. Das hier vorne ist der Tempel, der generiert uns das Mana und ist das Zentrum unserer magischen Macht. Das heißt, ohne Tempel können wir nicht zaubern. Und ohne Jünger, die Mana für uns generieren, können wir auch keine Zaubersprüche ausführen. So, und hier haben wir jetzt gerade einen Brüter kreiert. Schön an dem violetten Schimmer zu erkennen, der die umgibt. Apropos Brüter, jetzt gucken wir uns mal an, was die genau machen. Hier vorne sind schon zwei, die sehen ziemlich schwanger aus. Vielleicht nicht die feine englische Art, einer Dame bei sowas zuzuschauen, aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Das Spiel handelt das relativ dezent, das kann ich schon mal vorausschicken. So, da legen sie sich flach auf den Boden und schon gibt es zwei, erstmal einen und da hinten gleich den zweiten neuen Jünger für uns. Wunderbar. So, zurück zur Kreatur. Hier sind wir gerade auf dem Weg in ein feindliches Dorf, das wir erobern müssen, weil wir kein Erz mehr haben und die Rohstoffe uns krallen wollen. Auf dem Weg dahin müssen wir allerdings noch eine von diesen Armeen hier platt machen. Und hier sehen wir auch schon eine weitere Fähigkeit der Kreatur, nämlich die kann auch Angriffszauber sprechen, also nicht nur Heil- oder Wasserzauber. Aber auch diesen Zauber müssen wir für die Kreatur kaufen. Das finanzieren wir, wie schon gesagt, über den Tribut und den verdienen wir. Hier sehen wir es gerade, haben wir 7000 Punkte bekommen dafür, dass die Kreatur eine bestimmte Anzahl von Soldaten geplättet hat. Und dann gehen wir weiter und reißen mit der Kreatur erstmal die Mauern des Gegners ein. Das sieht auch sehr schön und sehr spektakulär aus. Und zum Abschluss schauen wir uns jetzt nochmal unsere Kreatur in Aktion an, im Kampf nochmal gegen den Tiger. Ich verabschiede mich schon mal und gehe zurück zu Black and White 2 und mache mich an die Eroberung der nächsten Insel. Viel Spaß noch. Ja, liebe Leser, endlich ist es soweit. GT Legends ist fertig und startet diesen Monat endlich auf ihren PCs durch. Schauen wir uns doch erstmal ein paar von den automobilen Schätzchen hier im Showroom an. Da haben wir gerade den Porsche gesehen, hier ist ein TVR. Und da einer meiner Lieblinge, der Shelby Mustang mit einem richtig dicken V8 vorne drin. Ja, wieso Showroom? Ganz einfach. In GT Legends müssen wir nämlich unsere Autos uns erkaufen. Das bedeutet, wir starten mit relativ simplen Autos, wie zum Beispiel einem Mini Cooper und 0 Dollar auf unserem Bankkonto. Und dadurch, dass wir verschiedene Rennen gewinnen, verschiedene Serien gewinnen, kriegen wir mehr Kohle. Wenn wir uns hochplatzieren, kriegen wir dementsprechend mehr Geld und können dann nach dem Rennen uns beim Autohändler einen neuen Oldtimer kaufen. So, bevor ich jetzt aber hier viel zu viel zum Thema Kaufen erzähle, gehen wir lieber gleich ins Rennen. Hier noch ein schneller Blick auf den Tuning-Screen. Nicht annähernd so aufwendig wie in GTA, aber ist ja auch klar, es geht ja hier auch um alte Autos. Schauen wir uns zunächst mal ein Rennen auf der Nürburgring-Sprint-GP-Strecke aus der Cockpit-Perspektive an, die natürlich sehr spektakulär aussieht, weil alle Autos kommen mit hochdetaillierten Cockpits. Hier sehen wir übrigens den Capri RS,
der natürlich nur bedingt so aussieht im Cockpit wie damals der Serien-Capri. Also die Instrumente sind original, aber der Rest, was da so rechts alles ist, das ist natürlich alles Rennauto-Accessoires. Denn unsere Serie, die wir hier fahren, oder die Serien, die wir fahren, sind ja moderne Oldtimer-Rennserien. Das bedeutet, wir fahren auf modernen Strecken. Oh, da hat uns gerade die KI rausgehauen. Schnell wieder Gas geben. Wir fahren also auf modernen Rennstrecken. Das heißt, Monza zum Beispiel fahren wir nicht in der wunderschönen, nicht entschärften Version aus Grand Prix Legends, sondern wir fahren die moderne Strecke von Monza mit sämtlichen Schikanen drin. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber so sehen nun mal die Lizenzen aus und es macht trotzdem einen Heidenspaß. Das hier, wie gesagt, der Nürburgring, der auch sehr, sehr schön umgesetzt wurde von den Entwicklern. Wir fahren hier gerade durch die Mercedes Arena. Und da das die Sprintstrecke ist, wird hier vorne abgekürzt. Wir fahren also nicht runter Richtung Ford-Kurve oder Dunlop-Kehre, sondern es geht gleich hoch Richtung Michelin-Kurve. Und man sieht es auch hier im Cockpit natürlich, wenn Sie mal darauf achten unten, da ist jetzt nicht nur die Schalthand animiert, was ja schon bei vielen anderen Rennspielen der Fall war. Nein, hier ist sogar der Gasfuß animiert. Wenn Sie unten rechts am Lenkrad jetzt gerade, können Sie sehen, wo ich nach rechts lenke, der Gasfuß bewegt sich tatsächlich analog zu unserem eigenen Fuß auf dem Gaspedal. Nicht wundern über die KI bitte, ich bin auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe im Spiel gefahren. Das Problem ist allerdings, dass das Spiel drei Fahrzeugklassen kennt, die sehr, sehr unterschiedlich, bums, dem sind wir erst hinten reingefahren, sorry, die sehr unterschiedliche Motorleistung bringen. Der Capri ist natürlich aus der größten Klasse und mit eines der schnellsten Autos, fährt so um die 250 km/h Vmax. Und wenn man von hinten startet, was ich natürlich gemacht habe, um ein bisschen die Autos auch zu zeigen, die anderen Autos, dann läuft man natürlich schon mal sehr schnell auf langsamere Fahrzeuge auf, wie zum Beispiel die Mustangs, die maximal 210 fahren. Wir haben zwar riesen Motoren drin, aber es sind halt keine wirklichen Rennwagen, sondern heißgemachte Straßenautos. Der Capri ist ein echter Rennwagen. So, jetzt hier wieder die Anfahrt zum Castrol S. Schwierig anzubremsen, weil es auch noch bergab geht und dann kommt die Spitzkehre. Diesmal sind wir besser durchgegangen. Jetzt wieder die Mercedes Arena. Erste Kurve ungefähr mit 100. Oh, und da blenden wir schon über. Denn jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich persönlich lieber fahre. Die Cockpits sind zwar wunderschön, aber erstens kann man die Instrumente nicht wirklich sehen und erkennen und zweitens ist die Übersicht aus der Cockpit-Perspektive da doch ein bisschen limitiert. Ich fahre meistens so und zwar mit der Motorhaubenkamera, was ja eigentlich auch einem realistischen Sichterlebnis entspricht, weil man sieht ja in der Realität die Strecke nicht so restriktiv wie aus einer Cockpit-Perspektive in einem Computerspiel, aber egal. So, hier wieder Anfahrt zum Castrol S, anbremsen, Spitzkehre rum. Da sehen wir schon die KI, obwohl nur auf der zweithöchsten Stufe, ist ziemlich frech hier, die zwängt sich einfach an mir vorbei. Jetzt die erste Kurve von der Mercedes Arena, die ist noch relativ schnell zu nehmen. Die zweite ist richtig fies, das ist eine 90 Grad Kurve, da müssen wir ganz rechts außen eigentlich, aber ich wollte mich hier mal vorbeischieben. Hat sogar geklappt. Haben wir die Mercedes Arena hinter uns gelassen und jetzt kommt gleich wieder die Abkürzung rüber Richtung Michelin-Kurve und wieder direkt Vollgas vor uns die schöne Corvette, die werden wir gleich noch ein bisschen näher sehen, ich fahre noch ein bisschen näher ran. So, das war die Michelin, jetzt kommt die Bit-Kurve, da sind wir auch schon an der Corvette vorbei und vor uns jetzt die wunderbar bollernde AC Cobra, aber an der gehen wir auch vorbei. Die hat zwar auch einen riesigen V8 unter der Haube, aber ist nicht wirklich schnell im Vergleich zum Capri. Der hat zwar nur 6 Zylinder, aber man merkt es auch im Fahrverhalten. Das war damals schon ein richtiges Rennauto. So, und jetzt hier bergauf anbremsen zur Schikane. Und durch. Und dann kommt nur noch die Coca-Cola-Kurve. Das ist die letzte vor Start und Ziel. Und dann sehen wir auch gleich schon wieder auf der linken Seite das Dorint-Hotel, die BMW-Werbung und rechts das Pressezentrum an der Start- und Zielgerade. Das sieht alles wirklich sehr, sehr schön aus und genauso sieht es auch in der Realität aus. Was man auch sehr schön sehen kann beim Anbremsen gerade und auch hören kann sogar, wie die Karosserie und das Fahrwerk arbeitet. Hier hat man es jetzt gerade mal ganz kurz gesehen. Wir gucken uns gleich nochmal genau den Part, den wir jetzt schauen, des Rennens,
aus der externen Kameraperspektive an. Und da sieht man es besonders schön. Achten Sie mal drauf, wenn ich anbremse beim Castrol S. Da wackelt die ganze Karosserie und das ganze Fahrwerk ist am Arbeiten. Das wirkt alles sehr, sehr realistisch. Ich bin zwar noch nie einen Renncabri gefahren, aber es fühlt sich doch sehr, sehr schön an. Noch kurz was zur Steuerung. Unten rechts sieht man das kleine Rundinstrument, wo sämtliche Icons ausgegraut sind. Das bedeutet, dass alle Fahrhilfen abgeschaltet sind, bis auf die automatische Kupplung. Das ist das einzige Rote, was man da sieht. Das funktioniert bei GT Legends so, dass wir durch den Schwierigkeitsgrad, den wir vorwählen, festlegen, wie viele Fahrhilfen an- und abgeschaltet werden können. Das bedeutet, wenn ich auf Amateur fahre, kann ich so gut wie alle Fahrhilfen anschalten, wenn ich das möchte, kann es aber auch im Cockpit dann nachher wieder deaktivieren, wenn es mir zu viel wird mit den Hilfen. Auf Profi, höchste Schwierigkeitsstufe, kann man so gut wie gar nichts mehr abschalten oder anschalten, besser gesagt. Und die KI verändert sich dementsprechend halt auch. Die sind relativ lahm auf dem Anfängersetting und hier im zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, das sieht man ja hier jetzt auch gerade, wie der Mustang sich da an mir vorbeischiebt, sind sie doch recht flott unterwegs. Ja, natürlich ist bei so einem Spiel, das so eine realistische Fahrphysik bietet, und hier sieht man halt auch die realistischste Fahrphysik, weil ich, wie gesagt, sämtliche Fahrhilfen abgeschaltet habe. Natürlich ist man da angewiesen auf ein möglichst realistisches Eingabegerät natürlich auch. Also ich empfehle tatsächlich, ein Lenkrad zu benutzen, am besten Force Feedback. Die Effekte sind nämlich sehr schön gemacht. Man spürt förmlich, geradezu, wenn der Wagen anfängt, einem hinten auszubrechen durch die leichter werdende Lenkung. Allerdings haben die Entwickler eine Tastatursteuerung integriert, die den Spieler weitestgehend unterstützt. Das heißt, es ist auch möglich, das Spiel tatsächlich mit der Tastatur zu spielen, macht aber für mein Dafürhalten nicht annähernd so viel Spaß wie mit dem Lenkrad. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter rede und mich über die wunderschöne Grafik auslasse, lasse ich Sie lieber mal alleine mit unseren Impressionen vom Nürburgring. Viel Spaß. Seit 2 Jahren schon steht Europa in Flammen. Nachdem erst vor 2 Monaten die Panzers losgerollt sind, bricht CDV schon wieder den Zweiten Weltkrieg vom Zaun. Diesmal in Blitzkrieg 2. 3 Feldzüge gilt es zu schlagen, mit Amerikanern, Sowjets und Deutschen, wobei sich das Kampagnensystem im Vergleich zum Vorgänger stark geändert hat. Und zwar steht in den einzelnen Abschnitten jeweils eine große historische Schlacht im Mittelpunkt, der diverse Geplänkel vorangehen. Welche man davon schlagen will und in welcher Reihenfolge, kann man sich aussuchen. 2-3 Gefechte sind aber Pflicht, bevor es zur Entscheidungsschlacht kommt. Je mehr Scharmützel man absolviert, desto mehr Truppen stehen einem im finalen Anlauf zur Verfügung. Man sieht hier rechts unten, welche Einheiten als Belohnung winken. Wir entscheiden uns in diesem Fall für die Mission Stahllawine, Teil der Schlacht um Stalingrad auf sowjetischer Seite. Den Entwicklern ist es ganz hervorragend gelungen, den Modelleisenbahn-Look des Vorgängers in die dritte Dimension zu importieren. Teil 1 hatte ja noch 2D-Terrain und eine feste Perspektive. Besonders klasse finden wir die liebevoll detaillierten Schlachtfelder und die fein modellierten Einheiten, die hervorragend animiert sind. Aber das zeigen wir gleich noch, genauso wie die schicken neuen Effekte. Als Blitzkrieg-Veteranen ignorieren wir als allererstes unsere Einsatzbefehle. Die raten uns nämlich, die beiden Dörfer, die auf der Minimap links unten durch die rosa Pfeile gekennzeichnet sind, möglichst schnell zu stürmen. Wir lassen unsere Panzer lieber davor in Stellung gehen. Das geht im Pausenmodus in aller Ruhe. Und dann warten wir erstmal ab. Danach regeln wir erstmal die Spielgeschwindigkeit herunter, damit wir mehr Zeit haben zu reagieren. Also nicht wundern, wenn das hier alles in Zeitlupe abläuft. So, jetzt haben wir eine Verteidigungslinie gebildet und unsere Panzer eingegraben. So sind sie vor Attacken besser geschützt. Die Tanks, die hier links so forsch vorpreschen, kontrollieren wir nicht. Aber wir können ja einfach mal zugucken, wie sie in ihr Verderben rasseln. So ein Großangriff sieht zwar spektakulär aus, bringt aber herzlich wenig. Wie schon im ersten Teil sind vorsichtige Kommandeure, die Stück für Stück vorrücken, im Vorteil. Das darf ich nicht schaffen.
Allerdings wiegen Verluste nicht mehr ganz so schwer wie im Vorgänger, denn wir können auf Knopfdruck eine bestimmte Anzahl von Nachschubwellen anfordern. Wir entscheiden uns für drei mittelschwere T-34. Das will gut überlegt sein, denn bis zur nächsten Verstärkung müssen wir ein paar Sekunden warten. Wenn wir also etwa Pax anfordern und der Gegner kommt plötzlich mit einem Luftangriff, dürfen wir keine Jäger mehr zur Unterstützung rufen. Mit unseren neuen Tanks können wir jetzt aber langsam mal den Vorstoß auf das Dörfchen wagen. Zuschauen und genießen. Als besonders vorteilhaft erweisen sich bei der Attacke unsere beiden Katyusha-LKWs, die die Gegner großflächig mit Raketen eindecken. Artillerie gehört nach wie vor zu den wichtigsten Waffengattungen in Blitzkrieg 2, wenn die Dominanz auch nicht mehr gar so groß ist wie im ersten Teil. Infanterie oder gezogene Geschütze haben wir in dieser Mission ausnahmsweise mal nicht zur Verfügung. In den meisten anderen Einsätzen bilden sie das Rückgrat der Streitmacht. Allerdings punkten sie eher in der Defensive und wären in so einem Manöverduell ohnehin kaum von Nutzen. Fußsoldaten können sich beispielsweise prima in Häusern oder in Schützengräben verschanzen, aber wenn sie übers freie Feld stürmen, sind sie meistens Kanonenfutter. Es sei denn, man unterstützt sie fleißig mit Panzern oder Artillerie. Größere Angriffe sind aber nicht ganz einfach zu koordinieren, da richtige Formationsbefehle oder Anweisungen zum Einheitenverhalten fehlen. Zwar können wir unseren Jungs etwa befehlen, die Stellung zu halten, aber nach dem nächsten Marsch vergessen sie das wieder. Wir springen in der Mission jetzt mal ein paar Minuten vor. Inzwischen haben wir die Siedlung im Norden eingenommen, dabei aber sehr starke Verluste hinnehmen müssen, sodass uns am anderen Ufer keine Verstärkungen mehr zur Verfügung stehen. Deswegen tasten wir uns jetzt mit unseren verbliebenen Panzern wirklich ganz vorsichtig vor und decken alles mit den Stalinorgeln ein, sobald wir eine gegnerische Stellung erspäht haben. Noch so ein Punkt, der nicht ganz perfekt funktioniert, Einheiten zurückziehen. Dass hier unser T-34 dem Feind die verwundbare Flanke zeigt, statt einfach den Rückwärtsgang einzulegen, ist etwas unglücklich. Aber gut, oft genug klappt ein Rückzug auch reibungslos. Zum Glück steht da nur ein gegnerischer Panzer, sodass wir uns noch einmal aus der Affäre ziehen können. Für den finalen Angriff ballern wir dann einfach präventiv mit den Katyushas Richtung Feind und erobern schließlich die Stellung. Nach dem Sieg gibt's Orden und Beförderungen und, was noch wichtiger ist, Unterstützungstruppen und Erfahrungspunkte für die kommenden Schlachten. Die Erfahrungspunkte gewinnen diesmal allerdings nicht einzelne Einheiten, sondern vielmehr deren Kommandeure. Die sind nicht selber auf dem Schlachtfeld vertreten und können deswegen auch nicht sterben, was den unschätzbaren Vorteil hat, dass man nicht mehr wie im Vorgänger wie ein Schießhund auf seine Kernkämpfer aufpassen muss. Die Offiziere verbessern alle Einheiten unter ihrem Kommando. Außerdem schalten sie Spezialbefehle frei. Beispielsweise können sich Infanteristen unter einem erfahrenen Befehlshaber verschanzen oder geballte Ladungen werfen. Die neuen Erfahrungsregeln und vor allem das neue Kampagnensystem sorgen dafür, dass sich Blitzkrieg 2 wirklich anders spielt als Teil 1, ohne jedoch dessen Stärken einzubüßen. Allen voran die spannenden Taktikgefechte. An dieser Stelle blenden wir lieber aus und wenden uns erst einmal den geruhsameren Stellen von Total Overdose zu. Das Spiel ist nämlich in Abschnitte gegliedert. Man spielt eine für die Story wichtige Mission, erfüllt danach verschiedene Mini-Aufgaben und macht sich dann an die nächste Story-Mission. Zwischen diesen Aufgaben kann man frei in der Stadt herumfahren, GTA lässt grüßen.
Genau wie bei GTA können sie sich dann auch an verschiedenen Stunts, an Sprungschanzen versuchen. Für die Stunts an sich gibt es hier zwar keine Punkte, dafür sammeln sie verschiedene Extras ein. In diesem Fall ist das lediglich eine Aufbesserung unseres Punktestandes, aber auch das hilft, denn wenn wir genug Punkte zusammen haben, werden unsere Fähigkeiten verbessert. Und wir können beispielsweise mit 2 Pistolen auf einmal schießen. Wir schnappen uns jetzt aber erst einmal ein Taxi und besuchen einen anderen Stadtteil, um unsere nächste Mission anzunehmen. Mr. Taxi, Beeilung, zum El Macho. Hallo, buddy. Der Polizist verlangt von uns, dass wir 3 Burrito-Stände zerstören sollen. In denen verstecken die Dealer nämlich ihre Drogen. Also schnappen wir uns erstmal etwas durchschlagendere Ausrüstung. Charaktere, die Aufträge vergeben und Auftragsziele selbst sind immer auf der Übersichtskarte eingeblendet, sodass man sich schnell zurechtfindet. Allerdings gibt es leider keine Gesamtkarte der Gebiete, sodass mitunter viele kleine Markierungen an den Rändern des Kartenausschnittes übereinander liegen. Am unteren Bildschirmrand wurde uns gerade angezeigt, dass wir einen Combo-Move gelandet haben. Wir haben den Stand zerstört und gleichzeitig einen Drogendealer ausgeschaltet. Solche Combo-Punkte bekommen Sie für alle möglichen Aktionen, wenn Sie Feinde während eines Fluges im Bullet-Time ausschalten, wenn Sie besonders akrobatisch durch die Gegend touren oder Kunststücke mit Fahrbahnuntersätzen vollführen. Dann gibt's Bonus-Punkte und Sie schalten sogenannte Loco-Moves frei, aber dazu später mehr. Bienvenido, amigo. Ich höre viel Gutes von dir. Nachdem wir die Burrito-Buden aus dem Weg geräumt haben, widmen wir uns der nächsten Story-Mission. Die Virgilios haben Morales 3 brandneue Trucks geklaut. Morales braucht die Trucks pronto, und zwar für 100 Tonnen Koks, comprende? Während ich mich jetzt daran mache, den ersten LKW zu stibitzen, zeige ich Ihnen einen der Loco-Moves. Das sind Spezialangriffe, die Sie im Verlauf freispielen. Die reichen von ziemlich blutigen Angriffen, die wir Ihnen hier nicht zeigen können, bis zu höchst amüsanten Attacken wie dieser hier. Piñata, boom, boom! Pinche cabrone, fue usted! Allzu viel Abwechslung sollten Sie sich von den Missionen übrigens nicht erhoffen. In den meisten Fällen sollen Sie eine bestimmte Anzahl von Gegenständen oder Objekten sammeln oder Gegnern ausschalten. Während ich mich jetzt am letzten LKW vorkämpfe, endet unser Testvideo zu Total Overdose. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann lesen Sie unseren Test im Heft und genießen Sie noch einen abschließenden Loco-Move. El Toro! Scharfer Move! Schädel und Knochen. Hallo und herzlich willkommen bei Fable, dem Action-Rollenspiel von Lionhead. Das ist ja bereits vor gutem Jahr auf Xbox erschienen, inzwischen jetzt aber auch für PC erhältlich. Ja, inhaltlich ist es ein bisschen erweitert worden, es sind ein paar mehr Quests drin, Gegnertypen, und ansonsten wurden halt die üblichen Konvertierungsverfeinerungen vorgenommen, nämlich einfach eine viel schönere Grafikqualität dank höherer Auflösungen und bessere Texturen. Und auch die Anpassung an die PC-Steuerung mit Maus und Tastatur ist hervorragend gelungen. Ansonsten ist die Story natürlich gleich, sprich sie begleiten einen kleinen Jungen auf seinen Lebensweg, bis er halt ja seine Lebenszeit verbraucht hat. Und es ist relativ frei, was sie machen wollen. Es dreht sich aber hauptsächlich darum, dass sie rausfinden, warum ihre ganze Familie niedergemetzelt wurde, als sie ein kleiner Junge waren. Und das ist so die Hauptquest. Meistens kämpfen sie gegen verschiedene Bösewichte, hier zum Beispiel gegen diese Banditen. Und Charakterklassen gibt es nicht, sie können selbst entscheiden, ob sie halt hauptsächlich Nahkampfwaffen benutzen wollen, Zaubern oder Fernkampfwaffen. Ja,
Ja, neue Quests erhalten Sie einmal in der Gilde der Helden, wo wir hier gerade sind. Da gibt es immer verschiedene Questangebote, die Sie wahrnehmen können. Es gibt aber auch in Dörfern, wie fast in jedem Rollenspiel, NPCs, die kleinere Nebenaufträge haben. Und das Besondere an Fable ist halt, dass man sowohl gut oder auch böse spielen kann. Und für viele Quests gibt es halt die gute und die böse Variante. Zum Beispiel entweder soll man jemanden beschützen oder auf der anderen Seite soll man Banditen helfen, die Leute zu kidnappen. Und wenn man sich die Quests rausgesucht hat, dann kann man sich praktischerweise gleich mit dem Teleporter in die entsprechende Region bewegen und spart sich lange Laufwege. Ja, und hier haben wir jetzt mal eine Quest als Beispiel, mit was sie so zu tun bekommen. Hier sollen wir halt zwei entführte Dorfbewohner retten und wie sehr oft im Spiel kommt eine kleine Zwischensequenz, die sie aber auch abbrechen können, in der sie halt erfahren, was Sache ist. Wie sie hier sehen, lag uns zum Test nur die englische Version vor, bei der die Sprachausgabe sehr gut ist. Das können wir jetzt für die deutsche Version noch nicht beurteilen. Und auf der anderen Seite sehen Sie jetzt, dass die Banditen, die wir halt bekämpfen sollen, um die Geiseln zu befreien, die wissen, dass jemand kommt. Und hier erfahren Sie wiederum in so einer kleinen Zwischensequenz in Spielegrafik, was Sie halt vorhaben. Nämlich, dass Sie sich aufteilen wollen. Sprich, die Quest wird sich teilen. Jetzt kommt nochmal die Zusammenfassung für die Quest. Und dann geht's los. Wir gucken uns auf der Karte an, wo wir hin müssen. Aha, Fisher Creek. Da wartet die erste Geisel und ja, auf der Minimap sehen wir auch als rote Punkte die Gegner. Und überhaupt ist das Radar sehr nützlich, weil sie eigentlich immer wissen, wo sie hin müssen. So, unser Held in dem Fall ist ein Kämpfer, der Nah- und Fernkampf beherrscht. Und jetzt haben wir erstmal den ersten Gegner mit zwei Schüssen mit dem Bogen getroffen und erledigen jetzt im Nahkampf. Das Charaktersystem funktioniert so, dass Sie halt für Quests und auch erledigte Gegner Erfahrungspunkte sammeln und die können Sie dann in drei Richtungen anlegen. Und zwar halt Kampf, Geschicklichkeit und ja, Willensstärke kann man es so nennen und jede von den dreien ist wiederum unterteilt. Also zum Beispiel steigern Sie die Lebensenergie und auch die Stärke in dem Bereich, ja, Körperkraft, Kampf und im Bereich Geschicklichkeit gibt es halt sowas wie Heimlichkeit, dass sie besser schleichen können und später auch stehlen und halt auch die Zielsicherheit beim Bogenschießen. Hier sieht man das schön, dass die Gegner auch hervorgehoben werden, dass man weiß, wann man sie im Ziel hat. Ja, und dieses Willensstärke ist praktisch alles, was mit Zauberei zu tun hat. Man kann seinen Held zwar in allen drei Richtungen, sage ich mal, zu einem durchschnittlichen, ja, Können bringen, aber es ist doch besser, wenn man sich zumindest auf ein was spezialisiert und dann halt noch ergänzende Sachen lernt. Es gibt genug Zaubersprüche, die jetzt auch einen Kämpfer zum Beispiel was nützen, aber der wird jetzt nicht mit Feuerbällen angreifen, sondern halt hauptsächlich mit seiner Waffe. Ja, Ladezeiten sind recht häufig, weil die Levels klein sind, aber es lädt zum Glück sehr schnell. Jetzt haben wir uns hier bis zu diesem Banditenchef vorgekämpft, der hier die Geisel schon hat. Und jetzt wartet erneut ein Kampf auf uns. Vielleicht noch kurz was zum Kampfsystem. In der oberen linken Ecke sehen Sie nicht nur die Lebensenergie und die Zauberkraft, sondern diese kleine Zahl mit diesem Symbol. Das ist der sogenannte Multiplikator und der steigt, je mehr Sie Treffer landen, ohne selbst getroffen zu werden. Und das beeinflusst dann auch die Erfahrungspunkte, die Sie bekommen. Wenn Sie einen Gegner erledigt haben, dann bleiben diese grünen Bälle da liegen, die man hier so sehr gut sieht. Und das sind praktisch die Erfahrungspunkte, über die man einfach drüber laufen kann oder die man auch per Tastendruck zu sich her bewegen kann, damit man nicht ständig nur damit beschäftigt ist, nach den Kämpfen diese Dinge einzusammeln. Und das sind jetzt, ja, unser Held hat hier einen Zweihandhammer, mit dem er ganz gut austeilen kann. Zwischendurch verwenden wir auch mal so einen Zauber, der die Gegner wegfliegen lässt. Das ist ganz gut, wenn man umringt ist. Aber die Waffe ist so stark und unser Held ist sehr gut,
dass wir da eigentlich ohne große Spezialmanöver zurechtkommen. Und letztendlich haben wir es jetzt geschafft. Und die eine Geisel befreit, die andere funktioniert so ähnlich. Das können sie dann selber spielen, das würde jetzt ein bisschen zu lang dauern. Hit that way to catch them. Well, I'm going back to Bowerstone, where it's safe. Ja, und da sie ja ein echter Held sind, rühmen sie sich auch ihre Taten, um ihre Bekanntheit zu steigern. Und das geht zum Beispiel, indem sie die Trophäen, die sie für die Erledigung starker Gegner bekommen, den Einwohnern der Fantasy-Welt Albion, in der das Spiel zeigen. Und wir haben jetzt einen großen Skorpionstachel, den wir erbeutet haben bei einem Riesenskorpion, und den zeigen wir jetzt den ganzen Leuten mit dem Fragezeichen. Und die sind jetzt total beeindruckt von uns, und damit steigert man halt seinen Ruhm, und das äußert sich dann wiederum so, dass die Leute einen erkennen, wenn man in Städte kommt, und ja, einen begrüßen, ah, das ist ja der Held, und klatschen und sich freuen. Ja, und hier ist einer von vielen außergewöhnlichen Händlern, bei dem kann man nämlich sich einen Titel kaufen, mit dem er dann auch erkannt wird. Denn unser jetziger Titel Chicken Chaser, also Hühnerjäger, der gefällt uns nicht so gut. Deswegen haben wir uns jetzt mal Gladiator gekauft. Und was auch noch eine Besonderheit ist von Fable, ist, dass man im Laufe seines Lebens immer mehr Charakterausdrücke und Emotions lernt, die man dann benutzen kann, um zum Beispiel zu flirten oder Spaß zu machen, hier wie so ein Tanz. Und da ist halt je nachdem, wie man spielt, also wenn man, sage ich mal, jetzt einen Bösewicht macht, dann wird der eher abschreckende Sachen wie Kriegsschreie und so Sachen lernen. Und ja, hier gibt es halt zum Beispiel verschiedene Tänze wie diesen Disco-Tanz, den man dann zeigen kann, und das ist ganz unterhaltsam. Und wie gesagt, hilft auch zu flirten, denn man kann im Spiel auch heiraten und Beziehungen führen und sich wieder scheiden lassen und wieder heiraten. Und ja, da ist halt jede Menge Rollenspiel drin, auch wenn die Kämpfe an sich eher actionlastig sind. Die Spielwelt ist sehr schön, besonders die Städte sind liebevoll gestaltet und interessant. Natürlich gibt es in den Städten NPCs wie diesen Schmied, bei dem wir handeln können. Für jede Art von Gegenständen gibt es eigene Händler, also hier kann man halt zum Beispiel Waffen kaufen, dann gibt es auch noch Leute, wo man zum Beispiel Heiltränke kaufen kann oder Lebensmittel. Aber es gibt auch noch ein paar andere lustige Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel kann man das Aussehen seiner Figur verändern. Das wollen wir jetzt mal machen, weil wir haben jetzt bloß so eine ganz normale, langweilige Frisur. Hier kann man das sehen, unser Held, den Kämpfer, viele Narben im Gesicht, auch schon ein bisschen älter. Und jetzt gehen wir zu der freundlichen Dame und sagen, dass wir gerne ja, eine Totalerneuerung haben wollen. Und zwar eine Glatze wollen wir gerne haben. Das können wir uns dann hier aussuchen. Ja, und vielleicht noch ein Bart, damit wir ein bisschen männlicher aussehen, weil inzwischen sind wir ja auch schon gealtert. Ja, dann nehmen wir halt mal den. Frisuren, Bärte und auch die Klamotten, die sie anziehen, beeinflussen die Attraktivität des Charakters und auch wie furchterregend er wirkt. Also wenn man mit einer schwarzen Plattenrüstung ankommt, dann sieht man doch eher gefährlich aus. Und hier ist jetzt das Ergebnis, Glatzkopf mit Bart. Ja, mei, man kann es ja zum Glück jederzeit wieder ändern. Das kann man halt machen, wie man lustig ist. Und was man auch noch machen kann, hier laufen wir ein bisschen weiter durch die Stadt. Wie Sie sehen, sehr schön die Häuser, die Texturen, wirkt alles sehr atmosphärisch. Ja, man kann in jeder Stadt auch Häuser kaufen und die entweder vermieten, um so Geld zu machen, oder sie auch selber für sich benutzen. Und das machen wir mal in dem Fall. Dann können wir uns hier noch aussuchen, ob wir unser Haus verschönern wollen. Da sagen wir ja, wir nehmen das beste Ambiente, was wir kriegen können. Und dann kann man hier in das Haus halt reingehen, sich drüber freuen, dass man so viele tolle Sachen hat. Aber das eigentlich Nützliche ist daran eigentlich, dass man dann einen Platz hat, wo man auch sicher schlafen kann und sich ausruhen kann. Ja, wenn man das in fremden Häusern macht und von der Wache erwischt wird, dann muss man Strafe zahlen. Ein netter Bonus sind die vielen Minispiele, die es in Fable gibt. Hier mal das wohl lustigste, das Chicken Kicken.
Keine Angst, dem Huhn passiert nichts, aber der Witz bei dem Spiel ist halt, dass man einfach das Huhn per Fußkick in einen bestimmten Zielbereich treffen muss. Und ja, das machen wir hier mal zur Demonstration. Wie gesagt, sehr lustig, vor allem die Kommentare dann. Des Weiteren gibt es noch so eine Art Memory, 17 und 4, also Blackjack kann man auch noch spielen. In fast jeder Kneipe hat man halt die Möglichkeit, sein Geld dadurch aufzubessern, dass man ein paar Glücksspiele betreibt. Aber nichts ist lustiger als Chicken Kicken. Bevor das aber geht, muss man auch zwei kleinere Nebenquests lösen. Die Spielwelt ist dabei sehr interaktiv. Sie können angeln beispielsweise, sie können, wenn sie sich einen Spaten gekauft haben, nach Schätzen graben, was oft was bringt, zum Beispiel wenn sie auf Friedhöfe gehen und da in alten Gräbern nachschauen. Aber solche Aktionen, genauso wie das Stehlen oder das Einbrechen in Häuser von unbescholtenen Bürgern, die bringen natürlich ihren Charakter auf die dunkle Seite. Wer dagegen immer nur Gutes tut und den Leuten hilft und auch die guten Quests macht, der kommt auf die gute Seite. Das ist so ähnlich wie Knights of the Old Republic. Ja, und jetzt beenden wir den Chicken-Kicken-Wettbewerb noch. Den ersten Preis haben wir leider nicht erreicht. Aber immerhin haben wir einen neuen Rekord aufgestellt und probieren es dann einfach später nochmal. But you'll have to do better to win the fabulous chicken hat. Can I tempt you to a game of... Tricks. I know it's been quiet, but is that the most important thing you've got? The fleet's down to 30%, and we don't have many old pilots left to teach the new ones. Can you think of a more important task? Kurz vor Redaktionsschluss unserer DVD erreichte uns eine frühe spielbare Vorabversion von X3. Da wir Ihnen bewegte Bilder des Spiels nicht vorenthalten wollen, zeige ich Ihnen einige Impressionen der Handels- und Kampfsimulation. Da die Version noch aus einem frühen Entwicklungsstadium stammt, sind vor allem die Menüs noch nicht final und einige Objekte wie etwa Raumstationen noch als Platzhalter enthalten. Neben dem Handeln sind Kämpfe im Weltall wieder ein wesentlicher Bestandteil von X3. Die Gefechte spielen sich diesmal noch ein wenig actionreicher als im Vorgänger. Unter anderem kann man mit dem eigenen Schiff diesmal in alle Richtungen straven. Das kommt vor allem Einsteigern zugute, die sich schneller zurechtfinden dürften. Außerdem werden die Tastaturbelegungen diesmal komplett frei konfigurierbar sein. Argon. Terrak Laser Tower. Mit Abschüssen verdienen sie sich Medaillen und Ansehen. Im Verlauf des Spiels können sie sich so mit den verschiedenen Fraktionen gutstellen oder auf Kriegsfuß begeben. X3 lässt nämlich wieder komplett offen, wie sie das Spiel spielen. So, die Gefechte hätten wir überlebt und machen uns jetzt auf den Weg zu einer Weltraumstation. Um dort landen zu können, müssen wir zunächst über Funk eine Landeerlaubnis einholen. Den Rest erledigt dann auf Wunsch der Autopilot für uns. Echte Simulationsfans können den Landeanflug aber natürlich auch selbst ausführen. Positive, please dock, as soon as you get green position lights. Docking granted. Autopilot activated. An Bord können wir uns dann über die neuesten Geschehnisse im X-Universum informieren oder Aufträge annehmen und natürlich auch handeln, um unser Wirtschaftsimperium in Schwung zu bringen.
So viel zu unserer kurzen Tour durch X3. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Vorschau im Heft. Customers are reminded that wares on this station are sold without warranties. Hallo liebe Leser, hier sehen Sie eine Preview-Version des Actionspiels Shadowgrounds von DTP. Dabei handelt es sich um einen Top-Down-Shooter, sprich Sie sehen Ihren Helden die ganze Zeit von oben und laufen praktisch in der Vogelperspektive durch die Levels und schießen die Gegner halt ab. Ja, als Widersacher müssen mal wieder die altbekannten fiesen Aliens herhalten, die in der nahen Zukunft und so weiter und so fort. Sie kennen das ja, aber wie Sie sich schon denken können, hier geht es natürlich nicht um irgendwelche tiefsinnigen Stories, sondern hauptsächlich um puren Ballerspaß. Ja, der Rückwärtsgang, wie hier zu sehen, ist das Wichtigste eigentlich im Spiel, denn meistens stürzen die Gegner von irgendwo auf sie ein und sie ziehen sich zurück und schießen sie dann ab. Sehr nett sind die grafischen Effekte, hier zum Beispiel so eine Explosion, das sieht wirklich sehr nett aus. Und es gibt noch ein paar andere Spielereien, zum Beispiel wenn sie einen Flammenwerfer benutzen, dann kommt so ein Hitzeflimmern. Und auch Wettereffekte wie Regen sehen sehr hübsch aus. Die Umgebung ist teilweise zerstörbar, hier zum Beispiel diese Fässer. Also wenn dahinter sich jemand verstecken würde, dem könnte man einfach die Deckung wegschießen. Wenn sie Objekte aufsammeln können, dann sind die mit so einem grünen Rahmen wie hier markiert. Auch interaktive Objekte wie dieser Medizinschrank da sind grün hervorgehoben. Und an dem können Sie dann Ihre Gesundheit wieder aufladen. Die insgesamt 12 Missionen bestehen aber nicht nur darin, einfach durch die Gegend zu laufen und rumzuballern. Teilweise gibt es auch so spezielle Missionen. Hier zum Beispiel müssen wir einen Radarschirm wieder reparieren und dabei werden wir aber immer wieder von Gegnern gestört und deshalb heißt es hier nicht nur einfach ballern, sondern ballern, reparieren, ballern, reparieren. Klingt jetzt zwar langweilig, ist aber wirklich sehr unterhaltsam, denn ja, das macht halt einfach Spaß. Die Steuerung ist sehr eingänglich, wie man sich vorstellen kann. Die Effekte sind sehr schön. Gut, die Grafik ist jetzt ein bisschen düster hier, aber eigentlich auch ganz ansehnlich. Also das macht wirklich für zwischendurch sehr viel Spaß. Ja, und zum Abschluss will ich Ihnen nochmal eine etwas längere Szene zeigen, damit Sie nochmal sehen, wie sich das so spielt. Hier sind wir jetzt in einem Gebäude unterwegs und werden jetzt wieder von diesen Aliens hier gejagt. Hier haben Sie auch nochmal gesehen, die Kisten lassen sich zerschießen und mit dem Granatwerfer, den wir gerade gefunden haben, da kann man auch schon ordentlich Flächenschaden machen. Es gibt ja auch viele unterschiedliche Waffen im Spiel, da zum Beispiel den Granatwerfer, Flammenwerfer gibt, verschiedene Maschinengewehre, Pistolen, Schrotflinte, halt diese üblichen Sachen, um die Aliens so richtig schön zu ärgern. Und diesen hellen Punkt, den Sie da sehen, das sind Waffen-Upgrades. Das erkläre ich Ihnen auch mal kurz. Denn jede Waffe, die Sie finden, lässt sich mit Upgrades noch verbessern. Zum Beispiel die Clip-Größe für die Munition erhöhen oder das Nachladen beschleunigen oder andere Effekte. Und mit diesen Upgrades, die Sie finden, können Sie das halt hier ausstatten. Hier schön zu sehen in dem Menü. Und dadurch werden natürlich die Waffen wirkungsvoller und so können Sie auch gegen stärkere Gegner bestehen. Wichtig ist es eigentlich, dass man immer auch in die Räume reingeht, in die man vielleicht gar nicht rein muss, denn da liegt halt oft noch Equipment rum. Und jetzt packen wir mal die Minigun aus, die viele vielleicht aus dem Terminator 2 Film sehen, mit der Arnie da richtig aufgeräumt hat. Und die ist natürlich schon durchschlagskräftiger als dann so eine einfache Schrotflinte. Nach unseren Erfahrungen in der Preview-Version ist es jetzt nicht unbedingt nötig, dass sie spezielle Waffen gegen spezielle Gegnertypen einsetzen. Ja, sagen wir mal so, bei etwas schwächeren Gegnern sollte man halt nicht seine besten Sachen vergeuden, aber gegen den Genossen hier zum Beispiel, da sollte man dann auch schon etwas Durchschlagskräftigeres nehmen, denn der teilt hier auch heftig aus.
laufen wir noch ein Stück weiter. Hier sehen Sie auch den Regen draußen und die Spiegelungen im Wasser. Das sieht halt auch sehr nett aus. Sie merken schon, so sehr abwechslungsreich sind die Gegnertypen jetzt nicht. Nach dem, was wir gesehen haben, allerdings ist die Preview-Version auch nicht vollständig gewesen. Wir haben jetzt nur ein paar ausgewählte Levels gesehen. Und wie schon gesagt, die haben uns sehr gut gefallen. Hier haben wir jetzt halt wieder so eine Mission erfüllt. Übrigens gibt es in der rechten oberen Ecke so einen kleinen Radarschirm, auf dem Sie halt die Richtung zum nächsten Ziel sehen und als rote Punkte auch die Gegner. Jetzt nehmen wir nochmal einen Granatwerfer, um nochmal ein paar nette Effekte zu zeigen zum Abschluss. Wie gesagt, es ist sicher kein vollwertiger Ersatz für ein Half-Life 2 oder ähnliches, aber so für zwischendurch hat es uns doch sehr viel Spaß gemacht und ja, damit verabschiede ich mich schon mal und lasse Sie noch ein paar Sekunden mit dem Granatwerfer und unserem Helden allein. Bevor ich für Civilization 4 meinen Jahresurlaub antrete, möchte ich Ihnen das neue Runden-Epos vorstellen. Das sieht auf den ersten Blick aus wie die Vorgänger, aber nur auf den ersten. Denn der neue Teil hat eine 3D-Grafik, die Sie zwar nicht drehen, aber zoomen können. Je näher Sie rangehen, desto stärker kippt das Bild. Klar, bei einem Civilization ist die Grafik so ziemlich das Unwichtigste, aber trotzdem ist es ein Quantensprung. Wie unsere kleine Kamerafahrt zeigt, ist die Landschaft schön animiert. Da fahren Loren aus Bergwerken, Windmühlen drehen sich und Hirsche äsen. Das Praktische daran, wenn Sie zum Beispiel eine Windmühle errichten, aber das Feld nicht bewirtschaften, dann bleiben die Windmühlenflügel stehen. Geblieben ist natürlich das grundsätzliche Spielprinzip. Rundenweise bauen Sie Ihr Reich aus, schieben Einheiten umher, führen Diplomatie, Handel, Krieg und so weiter. Wahlweise können Sie das Geta-Quadrat einblenden und die Grundressourcen, Nahrung, Geld sowie Produktion anzeigen. Das sind die blauen Hammer-Symbole. Wenn ein Feld richtig viel abwirft, gibt es ein Extra-Symbol, etwa Geldsäcke oder dicke Toastbrote. Jetzt zoomen wir mal komplett raus, um eine komplette Übersicht zu bekommen. Denn in der Globus-Perspektive lassen sich verschiedene Layer einschalten, etwa Rohstoffe, Einflussgebiete oder Einheiten. Und gerade bei den Rohstoffen hat Firaxis ordentlich zugelegt. Es gibt noch mehr Luxuswaren und Produktionsstoffe. Etwa Steinvorkommen. Wenn Ihre Arbeiter dort einen Steinbruch errichten, bauen Sie das Pyramidenwunder zum Beispiel doppelt so schnell. Hier können Sie die Erdkugel auch drehen. Schick, aber etwas umständlich, doch im Spiel springen Sie in der Regel sowieso automatisch von Stadt zu Stadt und Einheit zu Einheit.
Der Herr Gandhi möchte mit uns plaudern. Friedlich natürlich. Und wir wollen gerne mit ihm handeln, schauen uns an, was der Herr an Rohstoffen übrig hat. Das war ja klar, Reis. Wir bieten ihm dafür Uran. Das nutzt er ja friedlich. Hoffentlich. Geben Sie es doch zu, Sie wollen Kämpfe sehen. Kein Problem. Truppen haben übrigens neuerdings Erfahrungspunkte, die Sie in mehrere Boni investieren. Diese Artillerieeinheit macht dann mehr kaputt. Oder Kollateralschaden. Oder ist gegen Städte besonders gut. Das nehmen wir und probieren gleich mal den Nahkampf aus. Das war natürlich leichtsinnig, eine ungesicherte Geschützeinheit in den Nahkampf zu jagen. Deswegen machen wir es jetzt richtig. Wir schicken unsere Marines vor. Das sind gute Verteidiger, die sichern unsere Artillerie. Dann feuern wir auf die russische Stadt, um die Verteidiger schon mal zu dezimieren. Und jetzt kommt die Entscheidung. Die Kavallerie greift ein. Ich verabschiede mich aber schon mal. Schließlich muss ich unbedingt in den Urlaub. Der gut gebaute junge Mann, den Sie hier herumwetzen sehen, ist nicht etwa Forrest Gump, der sich verlaufen hat, sondern der Protagonist des 3D-Adventures in 80 Tagen um die Welt. Oliver Levisard versucht, so schnell wie möglich die Welt zu umrunden, um seinen Onkel vor dem Ruin zu bewahren. Leider gibt es immer wieder Zwischenfälle, die Olivers Zeitplan durcheinander bringen. Gerade hat er einen Schrei gehört und macht sich auf die Suche nach dem Opfer. Dabei hilft die linke Minimap. Darin wird angezeigt, in welcher Richtung Oliver Gegenstände und Personen zum Erfüllen seiner Missionen findet. Das wird ja immer komplizierter. Ich muss diesen so, so, eine russische Prinzessin beklagt den Verlust ihrer Juwelen. Sie redet zwar ein bisschen wirr, aber trotzdem wollen wir ihr helfen, weil der Zug ja sonst nicht weiterfährt. Oben rechts ist neben der Map eine Taganzeige, an der wir erkennen können, wie viele Tage Oliver bereits unterwegs ist. Schauen wir uns also ein wenig um. Gegenstände, die wir benutzen können, sind grün markiert. So spart man sich die umständliche Suche nach sehr kleinen Gegenständen. Ich nehme meine Juwelen. Die Hinweise, die wir gefunden haben, führen uns zum ominösen Dr. Vlad. Ein waschechter Vampir, der behauptet, er zapfe nur Blut von den Menschen ab, um mit seinen Forschungen weiterzukommen. Ja, ja, wer es glaubt. Wir überreden ihn, die Prinzessin zu hypnotisieren, um zu erfahren, wo wir den Schatz finden. Die meisten Aufträge laufen übrigens so ab. Sie sind in mehrere Abschnitte unterteilt und jeder erzählt eine Geschichte zu den Charakteren, die Oliver umgeben. Zudem gibt es sehr viele Zwischensequenzen. Seltener sind da die klassischen Kombinationsrätsel. Knoblauch! Welches Versteck? Wachen Sie auf! Konzentrieren Sie sich! Wo ist das Versteck? Fünf Hände. Ja, wir brauchen fünf Hände, um das Versteck zu öffnen. Das Huhn, die Prinzessin, ist eingeschlafen und wir machen uns auf den Weg in die Küche. Fünf Hände brauchen wir also, um das Geheimfach zu öffnen. Mal sehen, ob wir jemanden finden können, der uns hilft. Unterwegs treffen wir noch Colonel Proctor, den Jules Verne-Jünger und Weltreisefans noch aus dem Buch und diversen Verfilmungen kennen. Der will Russland in der Hand der Demokratie sehen und verlangt von uns, dass wir die Juwelen nicht suchen. Wir nehmen den Mann aber nicht für voll, sondern eilen lieber zur Zugküche. Multiple-Choice-Gespräche sind uns übrigens noch nicht untergekommen. Wir haben alle Knöpfe in der Küche gefunden und müssen uns nun Verstärkung suchen. Sehr hilfreich ist immer die Missionsaktualisierung. Zur Not können wir unseren Fortschritt auch mit der Tab-Taste aufrufen. Fragen wir mal diese korpulente Dame hier, aber die stellt sich recht zickig an. Deswegen folgen wir einfach mal den Pfeilen auf der Karte. Wir haben unsere fünf fleißigen Helferlein gefunden, interessanterweise alles Schotten, und finden auch gleich den Schatz, um die russische Prinzessin zu beruhigen. Dann müssen wir nur noch zum Kommodore, also den Zugführer, damit er wieder Vollgas gibt. Um verlorene Zeit einzuholen, soll es übrigens Bonusmissionen geben, die bei erfolgreicher Lösung ein wenig mehr Zeit verschaffen. Neben der Zugreise, von der wir Ihnen ein wenig gezeigt haben, warten noch sechs andere spannende Schauplätze auf abenteuerlustige Entdecker. Wir verabschieden uns hiermit und wünschen Ihnen noch viel Spaß.
Im Retro-Test werfen wir heute einen Blick auf die Göttersimulation Populous. Mit dem Spiel haben die Jungs von Bullfrog damals ihren Durchbruch geschafft, allen voran ihre Galionsfigur Peter Molyneux, der später dann mit Titeln wie Magic Harvest, Dungeon Keeper und schließlich Black and White endgültig zum Superstar aufsteigt. Wir haben uns einfach mal einen der ersten der insgesamt 1000 Levels ausgesucht. Die unterscheiden sich ohnehin nur dahingehend, dass der Computergegner immer stärker und stärker wird, bis er schließlich nahezu unbesiegbar ist. Wie in den meisten Szenarien fangen wir mit ein paar Bürgern und ein paar Hütten an. Unsere Hauptaufgabe, das Land für unsere Schützlinge urbar zu machen. Je flacher der Boden, desto größere Siedlungen können sie bauen, desto fleißiger vermehren sie sich und desto mehr Mana bekommen wir. Das brauchen wir, um dem gegnerischen Volk allerhand Plagen auf den Hals zu hetzen. Der Gegner fängt in dieser Mission im Süden an, da wo die dunklen Punkte auf der Übersichtskarte links oben blinken. Zunächst spielen wir aber Landschaftsgärtner. Mit einem Linksklick heben wir ein Stück vom Terrain an, mit einem Rechtsklick senken wir es ab. Wenn uns die Besiedelung nicht schnell genug vorangeht, können wir die Bauplätze auch wieder verkleinern, so lange bis der Platz im Haus zu eng wird und sich ein neuer Siedler auf den Weg macht. Direkt steuern können wir die Figuren nicht, sondern nur Verhaltensweisen wie Sammeln, Angreifen oder eben Bauen vorgeben. Sie suchen sich dann von alleine ihren Weg. Wir springen jetzt ein paar Spielminuten vor, bis sich der Mana-Balken rechts oben einigermaßen gefüllt hat. So können wir den ersten Zauber wirken. Und zwar legen wir mitten im gegnerischen Lager einen Sumpf an, markiert durch diese braunen Felder. Der zerstört nicht nur die Grundstücke dort, sondern verschlingt auch jeden gegnerischen Siedler, der sich hineinwagt. Untermalt von einem etwas seltsamen Soundeffekt. Weil der Computergegner, wie erwähnt, in diesem Level noch nicht seine volle Geschwindigkeit und Spielstärke erreicht hat, wirft ihn das erstmal weit zurück. Die nächste Katastrophe, die wir auf das dunkle Volk loslassen, ist ein Erdbeben. Das ist die kostengünstigste, aber auch die am wenigsten effektive Art, den anderen ins Handwerk zu pushen. Eigentlich werden nur die Ländereien etwas durcheinander gerüttelt, aber die zerstörten Hütten gleich wieder aufgebaut. Ein Vulkan haut da schon deutlich mehr rein. Auf diesem Berg wohnt in absehbarer Zeit keiner mehr. Zumal die Felsen, die aus dem Boden schießen, erst aufwendig im Meer versenkt werden müssen. Mittlerweile besiedeln unsere Untertanen schon fast die halbe Karte. Der Gegner ist stark geschwächt. Um ihn noch weiter zu piesacken, rufen wir jetzt einen Kreuzzug aus. Und zwar können wir unsere Schützlinge bei diesem Ankir versammeln, um dann einen besonders starken Ritter zu erschaffen, der sofort in Richtung Feindesland marschiert. Wir müssen ihm nur helfen, übers Wasser zu kommen. Dann fackelt er die Häuser des Roten Stammes einfach ab. Wir könnten jetzt natürlich weiter Erdbeben, Vulkane, Fluten und Sümpfe herbeirufen, aber wir machen es einfach kurz, denn der Gegner hat ohnehin keine Chance mehr. Ein Klick auf den Armageddon-Totenschädel und alle Männlein verlassen ihre Häuser und treffen sich in der Mitte der Karte zum finalen Showdown, den wir natürlich gewinnen. Populous. Simpel, aber genial. Herzlich willkommen zu unserem Retro-Video zu Mad TV, die Wirtschaftssimulation mit Echtzeitpart, die mich persönlich im letzten Jahrhundert am längsten an den Rechner gefesselt hat. Worum geht's? Sie spielen einen Programmmanager, der nicht nur dem Fernsehsender auf die Beine helfen soll, sondern auch das Herz der schönen Betty Butterblum erobern will. Leichter gesagt als getan. Aufgrund der stets weglaufenden Zeit bekommt man Geschenke verteilen und Programmplanung oft nicht unter einen Hut. Zudem schläft die Konkurrenz nicht. Zwei Mitbewerber machen ihn den Titel als Fernsehkönig und das Butterblumsche Herz streitig. Oder sie blockieren wichtige Räume wie Werbe- und Filmagentur oder den Aufzug. Der Programmalltag gestaltet sich kurz gesagt recht einfach. Filme einkaufen, die bei den Zuschauern gut ankommen, Werbeverträge abschließen und regelmäßig den Nachrichtenticker überprüfen. Zudem noch alle Awards einstreichen, um dem Programmdirektor zu imponieren. Vielleicht gibt er dann hin und wieder einen kleinen Kredit. Das Geld ist nämlich meist das, was fehlt.
Filmeinkäufe, Studiomieten, Nachrichten, Geschenke für Betty und Konventionalstrafen für nicht gesendete Spots ziehen einem wirklich schneller das Geld aus der Tasche, als man Hoppla sagen kann. Da kann es passieren, dass sie schon am dritten Tag wieder gefeuert werden. Mad TV ist ein Klassiker. Auf einfache Art und Weise verband Entwickler Rainbow Arts Wirtschaftssimulation mit Echtzeitstrategie und verlor den Witz dabei nicht aus den Augen. Schließlich gibt es im gesamten Gebäude lustige Dinge zu entdecken. Qualmende Skelette, gezähmte Monster, einen anonymen Bombenleger. Den können Sie übrigens prima manipulieren, indem Sie an der Hinweistafel die Schilder der Volksrepublik Duban mit einem Studio oder Archiv der Konkurrenz vertauschen. Bumm, da war die Arbeit der anderen erstmal für die Katz. Heute können Sie Mad TV nur noch über die DOS-Box spielen. Da läuft das Spiel aber ohne jedes Problem. Wenn Sie Mad TV also noch in irgendeinem Karton im Keller haben, es lohnt sich, es wieder hervorzukramen, da Nachfolger zu Mad TV dessen Klasse nicht mehr erreichen konnten.